Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Hey, ich bin von Lyr, Gameplays als Hobby und wir spielen dieses Spiel auf tödliche Obsession auf Ultra-Ultra-Einstellung. Also benutzdefiniert, weil auf Ultra-Hoch ist immer noch nicht alles auf Ultra. Und ja, wir sind immer noch dabei mit Einsam in der verborgenen Stadt. Aber wir sind jetzt fast durch, also... Wir sind jetzt gerade hier auf dieser Hälfte beschäftigt, weil hier auf der Hälfte haben wir jetzt eigentlich alles. Genau, bis halt eben, wo es halt eben noch Abzweigungen gibt, außerhalb in die Welt. Wir sind wirklich nur noch hier beschäftigt mit Einsam und dann sind wir eigentlich so weit durch. Hier vor uns ist auf jeden Fall noch ein Monolith. Da unten! Kumule Lama oder Telama. Geht doch. Muss man eine gewisse Anzahl wahrscheinlich von Lamas streichen. Ist ja niedlich auf jeden Fall. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Holz. So, hier geht's woanders hin auf jeden Fall. Da geht's jetzt in die Richtung. Gut, dann machen wir erstmal hier fertig, weil hier geht's dann nicht mehr weiter. Die beten diesen Monolithen hier an. So, erstmal nochmal so rumgucken, ob es hier noch was gibt, aber hier gibt's wohl nichts. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Das ist leicht. Das haben meine Freunde und ich auch sehr schnell herausgekriegt. Cool, man kann hier auf die Dächer. Okay. Hier haben wir die Ernte und hier haben wir... Achso, das kann ich ja gar nicht mehr aufsammeln. Und hier haben wir den einsamen Wächter. Seine Arme über sich. Okay. Könnte hilfreich sein. Monolithenschatz. Woo. Okay, das heißt, wir können jetzt hier eins hochhüpfen und dann hier hochgehen. Dann sind wir eigentlich direkt da. Okay, hochhüpfen ist leicht gesagt. Doch, funktioniert. Sehr schön. Und hier jetzt links hoch. Hier war man dann so gesehen noch nicht. Dann schauen wir uns hier mal um. Was hat die Dame hier zu sagen? Noch nicht, fürchte ich. Naja, ich glaube, langweilig wird das hier niemals. Komm her, du Lama. Dich streichen wir auch noch. So, bevor wir hier weitergehen, gehen wir erstmal hier rein. Was haben wir hier? Fett. Wir müssen noch alles einsammeln, was geht. Damit wir in Notfall Sachen verkaufen können, damit wir neue Sachen kaufen können. Oh. Aztekisch. Ein Mahlstein. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Hm. Maiskolben. Bunte natürlich, ist ja alles bunt bei den Azteken und Mayas und keine Ahnung. Maiskolben als Standfüße. Cool. Finde ich klasse, mir gefällt das. Und, also das gefällt mir von den Kulturen hier. Ganze Opfergaben und sowas natürlich wiederum eher weniger. Aber hier ist so der Rest. Echt cool. So.
Jetzt muss ich hier gerade überlegen, wo ich hier als nächstes hingehe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hier mal wunderschönen antiken Mülleimer. Und einen wunderschönen Kreis. Und hier blinkt was. Meine Güte, wir sind jetzt schon 12 Stunden an dem Spiel dran. Okay, mehr gibt es hier wohl nicht. Dann geht es nun hier entlang. Okay, Reisfelder würde ich jetzt mal sagen. Hier hinten haben wir noch ein Dübsche. Also antiken Müll, aber. Haben wir denn hier hinten irgendetwas? Ein Relikt haben wir hier und da auch noch ein Relikt. Okay. Mehr nicht. Nur die zwei Sachen hier. Können ja auch Überlebensverstecke drin sein in den Reisfeldern. Der letzte Schwalbensprung. Den machen wir natürlich zum Schluss, wenn wir hier durch sind. Okay, hier ist nichts. Ein Körbchen mit nichts drin. Möchten alle nicht reden. Ah. Ein Seil zum Hochgehen. Okay, hier gibt's nichts. Links von mir müsste es ein Relikt geben. Aha, okay. Ein Plastikpinguin? Oh mein Gott, dieser Pinguin ist eine Gartendekoration, die bemalt, verziert und an einem Ort der Verehrung aufgestellt wurde. Ich sollte nicht darüber lachen, aber das ist so unpassend. Die Einheimischen kennen weder das Tier, das diese Statue darstellen soll, noch das Material, aus dem sie besteht. In Patiti gibt es kein Plastik. Keine Ahnung, wer hierfür verantwortlich ist. Aber ich würde gern mit ihm reden und ihn fragen, wofür er diesen Pinguin eigentlich hält. Wie geil. Es hat bestimmt ein Expeditionstyp mitgehabt. Vielleicht als Glücksbringer oder was auch immer. Ist gestorben und irgendjemand von diesen Einheimischen hat vielleicht diesen Plastikpinguin gefunden. Hat gedacht, weil er das Tier nicht kennt, das ist was ganz Besonderes und hat es dann bemalt und so. Also so könnte ich mir das vorstellen. Und schon gibt es einen bemalten Pinguin mit einer gewissen Bedeutung anscheinend. Wie geil. Katalysiert, Monolith entdeckt. Ja, das wissen wir ja, dass hier oben Rainer steht. Glaube ich, dass wir das wussten. Ein leeres Becken. Kann man da rein? Nee. So, hier haben wir noch ein Relikt auf jeden Fall. Ein Lagergefäß. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. Okay. Cool, cool.
So, hier haben wir noch einen Monolith. Story abgeschlossen, Alltag der Inka. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von 4 Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Okay. Gut, das hatte ich aber auch relativ schnell raus. Da das hier in diesem Bereich ist, gibt es nur in einer Hinsicht 4 Brüder. Nicht das da, das da, das da und... Und das da? Ich glaube, da dahinter ist noch einer. Nee. Ah, hier. Das sind 4 Stück. Die sehen ja aus wie Gesichter hier. Mit 2 Augen, riesen Mund. Und alle zeigen sie hier so gesehen Richtung Mitte, außer der da. Der steht mit dem Rücken hier zur Mitte. Und deswegen wird es der hier auch sein. So, da oben war ja nichts mehr, ne? Nö, nun der Monolith. Aua. So. Das ist nützlich. Monolith-Schatz entdeckt. Juhu. Achso, der Atomsprung. Dann haben wir das auch fertig. Dann fehlt eigentlich nur noch dieses eine mit dem Einhaken. Aber keine Ahnung, wo das sein soll. Ich habe es nirgendwo jetzt gesehen. Wenn ihr es gesehen habt, sagt mir doch bitte wo. Nein, jetzt hat es nicht funktioniert. So ein Cheat. Jetzt müssen wir da nochmal hoch. So, das wollen wir jetzt aber noch fertig kriegen. Nee, das ist nicht so ein Teil. So. Da sind wir jetzt aber doch relativ weit gekommen eigentlich. So von Statistik her mit Einsammeln und Finden und sowas. Na, ah! Warum? Warum es nicht funktionieren? Das Hüpfen ging irgendwie gerade nicht. Überhaupt nicht mit dem Kopf aufgekommen, ey. Sehr schön.
Kleine Junge hatte doch was von der Höhle erzählt. Beim Wasserfall. Aber hier gibt es wohl keine irgendwie. So, sehr schön. Das heißt, das haben wir jetzt fertig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich als nächstes hin soll. Wir könnten natürlich das hier jetzt erstmal machen. Das hier haben wir schon. Haben wir denn noch eine Krypta oder sowas hier irgendwo? Können wir da schon hin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Ja, hier fehlt uns noch ein Dokument und sowas. Da können wir jetzt eigentlich als nächstes noch hin. Wir speichern jetzt erstmal, bevor wir irgendwo unglücklich sterben würden. Wir haben übrigens 3 Fähigkeitspunkte. Da können wir doch gerade mal schauen, was wir da machen könnten. Hiermit kann ich dann die Konzentrationspflanzen, genau, Reaktionszeit verlangsamt, Zeitwahrnehmung beim Ziehen von und verbessern. Soll ich das mal nehmen? Dann könnte ich jede einzelne Pflanze benutzen. Was war das hier nochmal? Erhöht Chance beim Plündern von Feind und Tieren, Pfeile wieder zu erlangen. Aber ich glaube hier die Ausdauer, das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Effekt der Ausdauerkräutermischung halten länger. Effektivität von Ausdauer erhöht. Weniger Schaden von Gift, Feuer, Explosionen. Halten Sie beim Schwimmen länger die Luft an. Wir machen erstmal das hier. Okay. Inventar. Was haben wir denn da? Nichts hier, aber halt neue Sachen. Was? Wir haben nur den ersten Köcher gekauft. Okay, ich dachte, wir hätten den zweiten auch noch gekauft. Anscheinend hatten wir da nicht mehr genügend Geld für. Alles voll. Na toll. Ich kann nicht mehr tragen. Warum läuft die hier so langsam? Habe ich mich schon bei meiner Freundin immer gefragt, wenn die hier durchgehen musste. Die läuft hier so ultra langsam und stolpert dann auch dabei. Das klingt so cool. Ach, guck an, ein Lager. Verlassenes Dorf. Da hätten wir sowieso jetzt speichern können. So, solange wir hier unterwegs sind, möchte ich eigentlich auch andere Klamotten wieder anziehen. Nämlich hier meine Sachen. Ach stimmt, gewährt Bonus-EP für lautlose Kills. Aber wir haben jetzt erstmal keine lautlosen Kills. Denke ich jedenfalls. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss schon wieder ein paar Sachen verkaufen gehen, ey. So. Soweit ich weiß, waren wir hier oben noch nicht. Ah, so benutzt man das Ding. Da haben wir schon mal was. Oh, Bericht eines Speers. Wir können wieder neue Monolithen lesen. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Scheinbar doch nicht, weil das Dorf hier ist ja doch ziemlich heruntergekommen. Monolithen freigeschaltet. Yay! Wo geht's denn hier hin?
Eine Karte. Was finden wir hier drauf schon wieder? Noch ein Dokument, da haben wir das. Oh, da haben wir auch noch ein Dokument, das haben wir wohl nicht gesehen gehabt. Hey, jetzt können wir diesen Monolithen hier lesen. Gut, hier kam sonst nichts weiter Neues, das ist super. Das freut mich. Oh, hier haben wir sogar noch ein Stück Haut. Und wir sind bei 20 Minuten angekommen. Beziehungsweise 21 Minuten mittlerweile. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider mit mir von New York Gamblers als Hobby bei tödlicher Obsession auf sehr schwer. Ja, wir haben keine Gegner, von daher spielt man jetzt von Schwierigkeitsgrad überhaupt nichts. Das wird aber alles später auf jeden Fall auch noch auf uns zukommen. Denn wir sind soweit fertig mit Einsammeln-Tour hier in dieser verborgenen Stadt. Wir haben 73 Sachen jetzt schon eingesammelt. Boah. Und wir haben gerade mal die Hälfte. Es gibt 145, ey. Unfassbar. Aber das ist jetzt alles außerhalb dieser Stadt. Das heißt, jetzt geht es auf jeden Fall wieder auf etwas spannender weiter ab den nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dürft ihr gerne natürlich einen Daumen oben da lassen. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen bei Von Neuer Gameplays als Hobby. Ihr dürft mich gerne abonnieren, würde ich mich auch drüber freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder auch bei anderen Let's Plays, würde ich mich auch drüber freuen. Auf jeden Fall viel Spaß noch auf meiner Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.